Hallo und herzlich willkommen zurück zur Gamer WG. Ja, wir haben ja gesagt, wir stellen euch nächstes Mal unsere Spiele vor und jetzt haben wir einfach mal so ein paar Spiele rausgekramt. Und passt gut. Ja. Das sind so der größte Teil der Spiele, die wir haben. Ich habe noch welche zu Hause bei meinen Eltern da, weil wir halt umgezogen sind und daher sind die noch irgendwo in den Kartons verstaut. Das sind also größtenteils Alex-Spiele, aber natürlich hier auch Spiele von mir. Ja, und dann wollen wir euch eigentlich einfach mal so ein paar davon vorstellen, ne? Genau. Man muss auch noch dazu sagen, das sind jetzt auch nicht alle Spiele, die wir hier haben, denn die Spiele, die wir gerade mit euch let's playen, also die neueren Spiele, haben wir nur in der digitalen Version. Genau. Das liegt einfach daran, weil wir halt hier in einer, naja, die Wohnung ist jetzt eigentlich nicht klein, also sie ist vollkommen ausreichend, aber wir haben natürlich unendlich viel Platz für immer neue Spiele. Und die Spiele sind in der digitalen Version als Keys, also als Keys einfach auch günstiger. Wir können jetzt nicht immer in den Laden rennen und sagen, ja, hey, wir hauen mal wieder 50 Euro raus für ein neues Spiel. Nee, das geht natürlich nicht, aber das sind jetzt hier mal so ein paar Spiele und ich würde mal sagen, greifen jetzt hier öfter mal so rein. Jo. Irgendwie, ja. Achso, und ich würde mal sagen, wir setzen uns eventuell mal ein bisschen weiter vorne hin, damit wir euch das besser zeigen können. Ne? Wir erheben uns aus unserem schönen schwarzen Ledersessel. So, ja Leute, ja, hier sind wie gesagt unsere ganzen, Großteil unserer ganzen Spiele. Und ich würde sagen, wir fangen mal so mit diesen Grundsachen an. Zum Beispiel, ja, was sagt man hier, zum Beispiel seht ihr es ja schon orange Vorschein, die Orange Box. Ja. Ich glaube, das muss eigentlich jeder im Haus haben. Genau. Und was haben wir noch hier so liegen? Wir haben wollen wir nicht kurz erst dazu was sagen? Ja, kannst du machen. Vielleicht, ja, die Orange Box ist ja jetzt ein nichts viel sagender Name für die Leute, die es nicht kennen. Schämt euch übrigens, ja. Das ist von Valve. Valve? Oder wie? Keine Ahnung, Jan ist immer der Aussprechexperte. Da sind, Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2, Portal und Team Fortress 2 sind da drin enthalten. Also so die klassischen Spiele, die man gespielt haben muss. Team Fortress 2 ist mittlerweile übrigens kostenlos, das könnt ihr euch kostenlos über Steam ziehen. Solltet ihr mal tun, ist ein geiler Shooter, basiert auf der Source Engine. Ja, und der Jan hat schon was Nächstes hier, wo ich rausgekramt. Ja, was glaube ich auch viele, nicht alle, aber viele mal gespielt haben. Ne, World of Warcraft, da haben wir jetzt... Wir haben alle Erweiterungen. Ja, wir haben beide gespielt, relativ exzessiv. Wir haben hier die ganzen Erweiterungen, ob es jetzt Cataclysm, Pandaria... Lich King, aber das ist hier auch nochmal einzeln drin. Und was haben wir denn noch so schönes rumliegen? Das ist alles WoW. Mein Gott, es bricht alles ineinander zusammen. Oh mein Gott! Totale Apokalypse. Ah. So, dann haben wir hier noch unser Lieblingsspiel natürlich. Das kennt ihr ja. Red Orchestra 2. Das habe ich ausnahmsweise nochmal als Box hier, so richtig schön mit Pappbox. Ja, ich habe es in der digitalen Version. Und wir haben natürlich die. Mittlerweile erschienene Erweiterung, Rising Storm, ja. Allerdings auch nur in der digitalen Version, weil ich glaube, die gibt es gar nicht zu kaufen, so im Laden, oder? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Also, wie schon gesagt, die Keys sind einfach günstiger, es ist Platzsparen da, man muss... Ja. Ich meine, egal, ob man jetzt ein Spiel im Laden kauft oder nicht, man muss sie sowieso alle im Internet aktivieren, bei Steam oder Origin oder Uplay, was es da alles gibt und... Ja, da kann man es auch gleich nur als Key-Variante kaufen. Was auch jeder, der vernünftig ist, mal gespielt haben sollte, ist Star Wars Battlefront 2. Haben wir echt auch. Ein lustiges Cool-Game, ja, meine ich. Hab ich auch. Hat meine Kindheit geprägt, ja. Unter anderem. Also ursprünglich habe ich 1 und 2 auf PlayStation 2 gespielt, aber wir haben uns das jetzt nochmal auf PC besorgt. Genau. Ist einfach chilliger, so zum Gaming, so zusammen und so. Dann haben wir ja auch noch, unter anderem haben wir auch Red Orchestra 1. Genau, der erste Teil. Der war damals noch richtig schwer, das Red Orchestra 2 ist ja schon realistisch, aber das war noch härter und das wurde jetzt im zweiten Teil ein bisschen entschärft, weil es war teilweise echt krank. Hier ist noch auch so ein, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so ein sowas von PC Games hier, 83% getestet haben sie das. Red Orchestra ist ein klasse Mix aus Battlefield 1942 und Day of Defeat Source. Ja, Day of Defeat Source und Battlefield 1942 haben wir natürlich auch hier irgendwo. Ja. Ich weiß es nicht wo. In diesem Gewusel. Ja. Wir haben auch noch Condemned. Jo. Dieses Spiel ist in Deutschland nicht mehr erhältlich. Ich habe auch den zweiten Teil davon, der ist allerdings nur von Konsole rausgekommen, den habe ich damals in Holland mal gekauft, als sie zusammen da waren. Dann haben wir hier natürlich noch die LPT und
in YouTube sehr schwer vertretenen Call of Duty Modern Warfare und Call of Duty Black Ops 2. Ja, wir haben sowieso alle CD-Teile. Black Ops 1 und Call of Duty Modern Warfare 1, Call of Duty 2, World at War und den dritten Teil, den es nur für Konsole gab. Komischerweise, man weiß bis heute nicht warum, die hatten anscheinend mal einen kleinen Blackout. Die Publisher meinten, PC wäre nicht so wichtig. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch eins unserer Lieblingsspiele unter anderem für Konsole. Ja. Das ist Red Dead Redemption. Was haben wir nochmal für Xbox 360 hier? Hier. Ja, was haben wir nochmal? Für Xbox 360, ja. Dann haben wir natürlich die ganzen Assassin's Creed Teile. 1, 2, 3. Allerdings haben wir nicht Brotherhood und Revelations. Ja, warum? Kein Plan. War uns nicht so danach. Ja, dann haben wir natürlich noch FIFA. Genau. FIFA 11, FIFA 12. 13 haben wir auch irgendwo hier. Wo ist es? FIFA. Ja, noch so ein altes, ne? 1997 haben wir auch noch. Also hier ist immer FIFA 13. Und hier ist FIFA 1997. Wow. Ich glaube, das war das erste FIFA. Ich habe natürlich nicht 1997 gekauft, sondern später irgendwann mal. Hier haben wir noch. Nee, Quatsch. Hm? Mein erstes FIFA war das hier, FIFA 2003. Ja, und das habe ich später, 97 habe ich später irgendwann mal ergattert. Kein Plan warum. Hier haben wir noch Hawk 2, das werde ich auch noch mit euch let's playen oder let's testen. Hast du das nicht in unserem Urlaub in Prag gekauft? Ja. Das werde ich auch noch let's testen, weil ich habe nämlich einen ziemlich geilen Joystick. Ja. Auch der sowohl für PlayStation als auch für PC funktioniert. Aber das ist ja jetzt für PlayStation. Wenn ihr euch jetzt fragt, Konsole-Let's Plays, hä? Ihr macht doch immer nur Computer und so. Ja, wir haben uns jetzt so ein Roxio Game Capture besorgt, allerdings nicht die HD-Variante, weil die ist ziemlich teuer. Also es wird jetzt nicht Full HD sein, aber ich schätze mal, unsere ganzen PC-Let's Plays kommen schon aufs Full HD raus. Wir müssen doch irgendwann mal Abstriche machen, weil wir sind jetzt keine Multimillionäre. Aber ich schätze mal, das geht fit, die Quali wird ja trotzdem ganz gut sein und ja, da dürft ihr euch auf jeden Fall schon auf einige Sachen freuen. Dann haben wir hier natürlich noch Skyrim. Ja, das liegt ja irgendwo nochmal für PC rum. Ich weiß aber nicht wo. Oblivion liegt ja auch noch irgendwo rum. Wo ist das? Dann haben wir hier noch Tom Clancy, Splinter Cell Double Agent, beide Bad Company Teile, Killzone natürlich. Ich meine, wer eine Playstation hat, muss auch Killzone spielen. Ja, und es schmerzt mich sehr, dass ich mir höchstwahrscheinlich die PlayStation 4 erstmal nicht leisten kann und Killzone, das neue leider Shadowfall heißt das, glaube ich, nicht spielen kann, weil Killzone ist einfach geil, sowohl der Multiplayer als auch der Singleplayer vor allen Dingen. Ja, das ist übrigens Oblivion, was Jan eben angesprochen hat. Ja, genau. Was auch jeder PlayStation-Spieler spielen sollte, der Bock auf Kreativität und lustig, also Witz hat, ist Little Big Planet. Teil 2 habe ich noch nicht. Aber Teil 1 habe ich durchgespielt mit sehr viel Freude, allerdings ist es recht schwer. Ich habe es mit einem Kumpel zusammen durchgespielt und umso mehr Leuten ihr es durchspielt, umso mehr Spaß macht es. Borderlands natürlich. Von das Borderlands, haben wir zusammen gespielt, ne? Ja, ich weiß. Von Borderlands, du hast die Uncut-Version. Ja, Xbox. Von Borderlands 2, was ja auch schon ein Weilchen draußen ist, wird es wahrscheinlich demnächst irgendwann ein LPC geben. Hoffentlich. Dann haben wir auch noch Operation Flashpoint Dragon Rising. Auch ein nicht gerade einfaches Spiel, ein bisschen so im Arma-Stil. Vom Realismus her. Herr der Ringe Conquest. Die Leute, das ist nochmal die Uncut-Version von Borderlands. Hier seht ihr das auch kein Muskasymbol drauf für meine Xbox. Und was ich auch noch kurz zeigen wollte. Das hier ist so eine alte Spielesammlung, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Und da ist ein, weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ein interessanter Titel drin. Er nennt sich Dark Project. Für alle, die es nicht wissen, Dark Project ist der erste Teil auf der Thief-Reihe, wo jetzt demnächst, ich weiß nicht genau wann, auf jeden Fall noch dieses Jahr ein neuer Teil rauskommt, Thief 4 oder Thief 4. Und ja, das wird bestimmt, da freue ich mich schon richtig drauf, denn ich habe den zweiten Teil nicht gespielt, aber ich habe Dark Project 1, wie gesagt, gespielt und dann Thief Deadly Shadows, also den dritten Teil, deswegen freue ich mich schon auf den nächsten Teil. Und hier sind jetzt halt noch so Kommandos und Tomb Raider Kommandos, hat Jan mal früher gespielt. So, ja, das ist halt so eine Spielebox, habe ich mir ursprünglich nur wegen Dark Project dazu gelegt. Ja, was haben wir noch so? Wir haben noch ja, wir haben viel. Allerlei, wir haben hier zum Beispiel noch das alte Operation Flashpoint, Half-Life. Ja, hier, falls, also ich weiß es nicht genau, hier nochmal Half-Life 1. Nein, das ist nur der zweite Teil. Hier ist noch der erste Teil, auch ein Klassiker.
Ja, wir haben noch die ganzen Call of Duty Black Ops 1, Call of Duty 2, Call of Duty Modern Warfare. Ja, wir haben alle Call of Duty, auch alle. Hier ist noch Grandia 2, das erste Grandia habe ich, als ich klein war, mal auf PS1 gespielt. Das war cool. Ja, hier ist jetzt der Teil. Wie sieht der eigentlich aus? Kannst du gerne mal spielen, wenn du willst. Ja, ich habe ich Grandia 2, also Grandia 1 habe ich gar nicht gespielt, aber den zweiten Teil hatte ich auch ursprünglich für Grandia, PlayStation. Grandia 1 war auch noch nicht 3D. Und ich habe es mir dann irgendwann mal einfach für PC geholt. Warum weiß doch, ich nicht. Doch, war es schon 3D, aber nicht so. Ich finde es halt einfach cool. Hier, seht ihr es nochmal? Grandia, vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein Let's Test Run, ich weiß es nicht, kein Plan. Und dann haben wir auch mal mehrmals Stalker, Shadow of Chernobyl, dann haben wir auch noch Stalker, Call of Pripyat. Genau. Wie ist nochmal der zweite Teil? Ja, den haben wir leider noch nicht. Nein. Das haben wir noch. Warte, unser Boden ist so hart. Hier haben wir noch Counter-Strike Source. Wir haben alle Counter-Strike-Teile. Wir haben einfach noch Counter-Strike Anthology rumliegen. Hier, da ist halt ein 6 und so drin. Tom Clancy's Rainbow Six Lockdown. Rainbow Six Siegers freuen wir auch. Das haben wir noch so, warte. Ach, ich hab hier noch was. Ich stelle das jetzt hier mal runter, kurz. Dann haben wir noch Halo, ja. Midnight Club Los Angeles, Fable 2. Hier haben wir noch. The First Templar. Hier haben wir noch zwei PC-Spiele. Einmal Icewind Dale und Baldur's Gate, auch Klassiker. Die komplette Serie in einer Box. Und dann haben wir noch Deus Ex, Human Revolution. Das hat mir damals auch gekauft im Prag-Urlaub, wo sich Dejan Hawks gekauft hat. Und, ja gut, das zeige ich lieber nicht, dann kennt ihr meine Keys, aber ich war einfach ziemlich geschockt, als ich diese Box geöffnet habe, denn hier war auf der einen, diesen zwei Anleitungen drin und auf der einen Seite war nur so ein Key in russischen Buchstaben drin. Das kann ich im Weihnachtsnachtstuhl nicht eingeben, aber dann habe ich zum Glück noch den anderen Key gefunden, der dann in den normalen Buchstaben und Zahlen ist. Da war ich echt erleichtert. Condemned 2! Jo, genau. So, wir noch Resonance of Faith. Ja, das will ich. Da will ich auf jeden Fall mal einen Let's Test machen, wenn wir das Roxio haben, denn das ist so ähnlich wie Final Fantasy. Mir gefällt es. Wir haben auch noch Gears of War 1 und 2. Ja, oh Gott, das fällt. Ja, das liegt auch irgendwo rum. Irgendwo da drin. Unreal Tournament 3. Allerdings haben wir leider haben wir nicht Unreal Tournament 2004, weil das fand ich persönlich immer am besten. Ich fahre mir noch mal kurz rum. Oh Gott, hier ist auch noch ein Spiel, das ich mal kurz vorstellen möchte. Wo ist das? Ne, zwei Spiele sogar. Hier nochmal zwei Spiele, die in Deutschland nicht erhältlich sind. Ninja Gaiden 2, auch. Ich glaube, es gibt schon wieder mittlerweile Ninja Gaiden 3. Und ein Spiel, was richtig lustig ist, Afro Samurai. Vielleicht gibt es einige von euch, die den Anime oder den Manga kennen. Und das Spiel ist auch in dem Stil gehalten, ist recht blutig. Deswegen ist es auch in Deutschland leider indiziert. Gibt es auch einige Spiele, die hier indiziert sind. Ja. Leider. Schaut euch einfach mal die Liste der indizierten Spiele durch. Da stoßt ihr auf Sachen, da glaubt ihr selbst nicht. Nee, dass sowas überhaupt existiert, ey. Ja. Da fragt man sich wirklich, also ich meine, so Afro-Samurai, da kann man drüber streiten, aber es gibt wirklich Spiele, die sind so krank, die sollten generell weltweit verboten werden, Leute. Star Wars, Force Unleashed, Lost Planet, Resident Evil 5. Es ist so viel Kram hier. Far Cry 2, Far Cry 3 haben wir auch beide, aber beide digital. Ja. Und Far Cry Blood Dragon habe ich auch. Das Let's Play ich ja auch gerade mit euch. Habe ich auch nur digital. Und in ein paar Tagen kommt Deadpool raus. Und dann werden wir zusammen ein paar Ärsche aufreißen. Also ihr und ich. Hier ist noch Battlefield 1942. Da haben wir auch die beiden Erweiterungen zu. Ich weiß jetzt aber nicht, wo die sind. Hier ist Cliff Barkers Jericho, was ich mit euch mal let's played habe. Leider funktioniert es jetzt nicht mehr bei mir aus irgendeinem Grund auf meinem Rechner. Ja, muss ich einfach nochmal versuchen. Seit einem Windows-Update geht's nicht mehr. Hier ist noch Risen 2, das haben wir auch einmal, also Leon hat das auch. Und hier ist noch Cliff Baker's Undying. Das ist jetzt nicht der direkte Vorgänger, aber ist auch so ein Spiel in der Art, ein bisschen älter, aber auch so gruselig, so blutig, so schockermäßig halt. Aus. Ja, weiß nicht. Was ist hier noch? Dawn of Magic 2, Dawn of Magic 1, Desperados 2, Cooper's Revenge, Battlefield ich Vietnam, die Kamera, Alter. Far Cry, Devil May Cry 3,
Gothic 3. Gothic 2. Gothic 2. Assassin's Creed ist ja auch noch. Assassin's Creed 1. Dungeon Seek. Ja, halt so. Das ist ein Low-Budget-Titel. Demon Vector. Low-Budget. Ja, hier ist ein Spiel. Ha, Alexander heißt genauso wie ich. Hey. Das habe ich irgendwie mal bei einem Preisausscheiden gewonnen. So ein Strategiespiel. Ja, kein Plan, finde ich nicht so cool. Das ist ein Spiel zum Film, das ist meistens beschissen. Ja. Ist das nicht ein Strategiespiel? Ich glaube, das mal. Ja, das ist ein Strategiespiel. So ein bisschen American Conquest mäßig. Das habe ich auch irgendwo rumliegen können, dass Leute von euch kennen. Hier ist noch Star Wars The Old Republic, auch ein MMORPG, habe ich bei Release angefangen, spiele ich mittlerweile nicht mehr, denn es ist jetzt Free-to-Play mit In-Game-Shop und ich hasse solche Spiele, Leute. Ich hasse solche Spiele wirklich. Also wir spielen ja zum Beispiel auch Guild Wars 2. Guild Wars 2 ist cool. Da gibt es zum Beispiel auch einen In-Game-Shop, aber der In-Game-Shop ist halt anders. Da kann man sich halt nur so Farben zum Beispiel kaufen oder Style-Equipment. Das ist nicht irgendwas, wo es dich von den Werten her super gut macht und so, weil sowas kann ich nicht sagen. Und sollte man sich da Ausrüstung kaufen können, dann sind sie so extrem teuer, dass kein Schwein das kauft. Ja. Aber so Spiele, wo man so wie Runes of Magic oder was weiß ich, wie sie alle heißen, die Free-to-Play sind, wo man sich durch Geld Verbesserungen schaffen kann, die sich wirklich vom stärker machen als andere Spiele, solche Spiele kann ich nicht ab. Deswegen, nie wieder. Nie wieder Star Wars Old Republic. Außer sie schaffen das wieder ab. Deswegen hoffen wir auch, dass Teso mit Abo-Modell kommt. Denn wir haben echt keinen Bock, dass Teso mit so einem scheiß Online-Shop kommt. Alter, das würde den ganzen Spielspaß machen. Ja, oder so wie am besten. Ja, oder ja, wie Guild Wars, natürlich. WoW ist eigentlich auch scheiße, weil natürlich, vielleicht auch wie Guild Wars, aber bitte nicht mit so einem dreckigen, wie eben angesprochenen Online-Store. Was haben wir denn noch hier? Dishonored. Dishonored, ja. Das habe ich ja auch einen Test von gemacht. Ja. Was haben wir noch? Fallout 3 natürlich, Darkest Days, The Regiment, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas, Risen 2, Most Wanted, Need for Speed. Ach Gott, was ist denn da hinten noch alles? Lost Planet, Gun, ein Xbox-Spiel, Resident Evil 5, bisschen noch hier, Lost Planet, Gun, habe ich da nochmal für PC rumliegen und Resident Evil 5 ist mein. Ich finde Resident Evil 5, Leute, ist richtig scheiße. Also, zum Gameplay kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich habe es nur kurz gespielt, aber die Atmosphäre und so finde ich schon total scheiße, weil in Afrika, in der Wüste, Zombies, hallo, das passt überhaupt nicht zusammen. Ein Zombie-Spiel muss für mich in einer grauen Umgebung spielen, wo es wirklich gruselig ist. Wenn du die Resident Evil Teile geguckt hast, die spielen auch nicht in der Stadt. Ja, das finde ich ja auch scheiße. Das passt nicht zusammen, das ist nicht gruselig. Ja, das ist schon gruselig. Nein, ich finde es nicht gruselig. Also da finde ich die alten Resident Evil Teile wesentlich cooler. Ja, Leute. Logisch, aber das ist auch nicht schlecht. Ja, mir gefällt das aber vom Setting nicht so. Ist ja Geschmackssache. Ja. Also ich sage jetzt nicht, dass das Spiel allgemein scheiße ist, aber mir gefällt es, wie gesagt, vom Setting her nicht. Throne of Darkness. Was ist denn noch so? Quake 4, Far Cry, Brothers in Arms, Road to the 30, das spiele ich gerade mit euch zu Ende. Ja, genau. Und ja, also wie gesagt, es sind eigentlich so viele Spiele, dass man das kaum alles zeigen kann. Jedes einzelne Spiel. Nee, deswegen ja, das stimmt. Würde ich mal sagen, das war unsere Spiel. Ja, und in diesem Sinne sagen wir erstmal danke fürs Anschauen und ja, irgendwelche Ankündigungen noch. Was wir immer sagen, wenn ihr auf die Gamescom 2013 wart, schreibt uns doch mal und dann kann man sich da vielleicht mal treffen. Der Erisog kommt ja auch mit und der Kneiper, der kommt höchstwahrscheinlich auch mit. Wir müssen das auch abklären, aber richtig, wir hoffen, dass alles klappt, genau. Und dann latschen wir sozusagen mit unserer Gaming-Community über die Gamescom. Ja, wird bestimmt lustig. Ja. Ganz neue Games anzocken, wir machen ja auch einen Videobericht, wie ihr vielleicht schon auf unserer Webseite gesehen habt. Einen ausführlichen. Genau, einen ausführlichen, alles was da halt so passiert, was für Kack und Kram und Spiele wieder zocken. Was wir da so machen. Publisher. Wollen wir vielleicht gucken, ob wir da den einen oder anderen vor die Linse kriegen. Ja. Ja, was sonst bleibt noch zu sagen? Ja. Danke, dass ihr unsere Videos anguckt. Und schaut auf unsere Website. Macht's weiter, genau. Schaut auf unsere Website immer. Wir werden demnächst irgendwann, ich schätze mal so mit so 250 Abonnenten so, das ist ja so zumindest schon so ein Viertel zu 1000.
machen wir so ein Abo-Special mit einem Video und eventuell auch einem Gewinnspiel, wo wir dann einen Gamekey verlosen. Ja. Jetzt kein für 50 Euro oder so, aber es wird auch ein gutes Spiel sein, keine Sorge. Allerdings muss ich dazu noch kurz sagen, da wir, komischerweise, keiner weiß warum, wir können es selber nicht verstehen, einige ausländische Abonnenten haben aus Spanien und so. Weil wir einfach Fans sind und alle ja, Menschen sind einfach, alle sind einfach Menschen, international. Alle Menschen lieben uns. Ja. Nee, deswegen werden wir das Gewinnspiel unter unseren Forum-Usern veranstalten. Richtig. Also meldet euch da an, wenn ihr da teilnehmen wollt, dann wenn es soweit ist. Denn wir wollen halt, dass der Key hundertprozentig an einen deutschen YouTube-User geht oder an ein deutsches YouTube-Community-Mitglied geht. Denn, keine Ahnung, was hat jemand davon, der jetzt aus dem Ausland kommt? Ich meine, ich verstehe sowieso nicht, warum die unsere Videos gucken. Die verstehen uns ja wahrscheinlich nicht. Noch nicht mal. Und es ist uns schon wichtig, dass der Key dann halt an jemanden geht, der auch hier vollkommen versteht, was wir sagen. Und der unsere Videos halt deswegen guckt und nicht, keine Ahnung, ja, weil wir so cool sind. Leute, die unsere Sprache nicht sprechen, das Video gucken, die werden ja nicht wissen, was heißt. Ja, genau. Ja, von daher. Na gut, also. Dann würde ich sagen, ja, danke fürs Anschauen. Ich hoffe, unsere kleine Game-Sammlung-Vorstellung hat euch gefallen. Ja. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt. Über Kommentare freuen wir uns immer. Und ja. Abonniert unseren Channel, wenn er euch gefällt. Wir haben übrigens auch eine Steam-Gruppe. Die haben wir noch nirgends erwähnt. Ja, eine Steam-Gruppe haben wir auch noch, da könnt ihr auch reinkommen. Müsst ihr einfach mal suchen. Kann man ja mal zusammen zocken oder so. Richtig. Ja, generell, wenn ihr irgendwelche Spiele habt, die wir auch haben, die wir LPT, also Let's Playen oder so, und ihr Lust habt, mal mit uns zusammen zu spielen, dann sagt Bescheid. Schreibt uns eine Nachricht. Und ja. In diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Anschauen. Eine kurze Sache ist mir gerade noch eingefallen. Wenn ihr auch Gaming-Sammlungen habt, also ein paar Spiele, die man vorstellen könnt, könnt ihr davon auch ein Video machen und das als Videoantwort zu unserem Video machen. Das wäre ja vielleicht auch mal ganz cool, oder? Ja, könnt ihr auch machen. Ja, also, das war's jetzt. Endgültig. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, danke fürs Anschauen und wir sehen uns dann direkt beim nächsten Mal wieder. Jo. Sicherlich sehen wir uns zwischendurch auch nochmal in unseren Let's Plays, aber... Nein. Doch. Nein. Doch. Man weiß es nicht. Doch. Spätestens in Alan Wake, das ist mit Facecam. Stimmt. Alles klar, gut. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo. Adios, amigos. Bis dann, ciao.